Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Terraria Together mit dem Erik und mir, dem Alex. Du bist unwichtig. So. Hey. Naja, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Nobody loves me. See you, Saints Row. Also, auf in den Dschungel, wir wollen endlich mal... Verdammt, ich muss mal kurz an die Tür. Meine Fresse. Klopft eine Mondauge an, hier schon. So, und ja, Alex wieder von seinem Real Life abgelenkt wird, jo, geh ich schon mal vor. Diese Meteoritenrüstung ist schon cool. Ach ja, ich vergaß, der hat jetzt eine Brücke gebaut. Hallo, wer ist da? Nein, wir kaufen nicht. So. Ja, folge mir doch. Scheiße, er kann mir ja folgen. Warum trage ich eigentlich noch diese dämliche Harpune im Moment? Es gibt doch viel bessere Methoden. Ich wollte mal sehen, wie viel Schuss der von dem Ding hier aushält. Da macht die, glaube ich, eine Muskete mehr Schaden. Oh. Aber dafür kostet es mich überhaupt keinen Mana, man kann ziemlich schnell feuern. Und drück links in Dorn rein. Und Licht machen kann ich damit auch, was echt praktisch ist. Ich fürchte nur, das Geräusch ist auf Dauer etwas nervig, also Leute. Oh. Da kommt doch. Moment, ist das Blutmond? Tatsache, das sieht nach Blutmond aus. Das fällt einem gar nicht so auf, nicht wahr? Da komm noch. Ich weiß, dass du da bist. Ah, da bist du. Das Problem ist, ich auf diesem Weg jetzt nicht so gesehen kann. Oh, schlimmer. Ah. Erwischt. Oh. Todeskraut, warum habe ich schon wieder Todeskraut eingesammelt? Das ist wieder mal unglaublich. Kaum fängt man mit Let's Playen an, schon klingelt man wieder an der Tür. Murphsches Gesetz, auf jeden Fall. Hä? Hm? Was? Hast du nie von den Murphschen Gesetzen gehört? Nein. Ah, Steinschlippe. Da habe ich jetzt keine Lust, sie dir zu erklären. Ich habe auch keine Lust, sie zu hören. Ja, hier war der Einstieg in den Untergrund. Und, Herr Grund. Walter, das ist zu dunkel für die Zuschauer, das kann ich Ihnen nicht antun. Das Lust, wärst du, Sozial-Slotbug. Das kostet mich jetzt auch noch Mana, Mann. Was ist denn gerade eben? Ach, hattest du es vor der Aufnahme ausprobiert? Hä? Hast du es vor der Aufnahme mal ausprobiert? Nein, hab ich nicht. Ich vertraue deinem Urteil. Ja, aber kann ja sein, dass es vielleicht Steam irgendwas gepatcht hat. Weil ich habe ja die Steam-Version nicht. Ich habe ja die ganz stinknormale Version. Das müsste eigentlich auch alles gepatcht werden. Ja, meins patcht sich ja nicht von Nord, weil, stimmt auch wieder. Bei dir wird's ja über Steam gepatcht. Ja, das ist schon wahr. Und wieder einmal bewiesen wäre, dass Steam besser ist als andere. Nein. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall aber besser als Origin. Inwiefern praktisch? Zum Beispiel ist es nicht permanent verbuggt. Inwiefern verbuggt? Frag mal Gronk. Wenn zum Beispiel mal permanent... Gronk! Der kann auch mit jedem Scheiß nicht umgehen. Naja, komm. Aber einfach mal so, also im Statue ist das. Mann, ich erkenne irgendwie keine Statuen. Es ist aber so, einfach mal wird die Freundesliste komplett gelöscht oder das ein oder andere Spiel fehlt plötzlich. Hatte ich bei mir noch nie. Ja. Wenn das Gronk passiert ist, gebe ich darauf nichts. Der
Gronkh, der findet das doch alles nur, damit die Leute Mitleid mit ihm haben und seine Let's Plays gucken, oder? Ja. Ich finde, ich weiß ja, Gronkh ist eigentlich nicht schlecht. Ich sag nichts, dass er schlecht ist. Yay, Goblin Armee! Ja. Und ich sag ja nichts, dass er schlecht ist. Ich mag's ja jetzt bisher nur. Einfach nicht nur. Der manchmal sieht sich nur auch wirklich nicht gerade besonders gut an. Na klar, aber welcher Ich habe eine Muskete für dich, mein lieber Freund. Eine Muskete? Ernsthaft? Was will ich mit einer Muskete? Eine Maxi heiße, gut. Okay, guck sie dir mal an. Unwirklich, eine unwirkliche Verdammt, das ist schon wieder alles voll bei mir. Hier, nimm mal Federn. Mhm. Und Glibber. Und Linsen. Pilze. Und Sternenwut. Verdammt, halt nur negatives Zeug. Okay, jetzt guck ich das immer an. Was zur Hölle? Kannst du. Boah, das ist ein Zauberstab. Echt? Kann ich nur kurz haben? Ich will gucken. Erstmal Moskito. Ja, das ist nicht schlecht. Aber ich frage mich 26 Fernschaden. Komm dann, Meister. Dann werde ich das gleich mal dieses komische Schwertteil ausprobieren. Ja, das ist gut für die Armee. Ich will es mal ausprobieren gegen. Auf die Mauern! Bemannt die Mauern, Soldaten! Sie kommen von Osten! Dann haben wir keine Chance. Sollten wir kapitulieren? Niemals! Oh, hoppla, hier geht's ja gar nicht hoch. Ja, den Fehler habe ich vorhin auch gemacht. Verdammt! Was war denn da? Ach ja, Lenkrakete. ich hör die Rakete immer noch. Und stand da nicht vorhin vom Westen? Nein, vom Süden. Es ist schon irgendwie cool, die Sterne beherrschen zu können, aber trotzdem glaube ich bleibe bei meinen herkömmlichen Feuerbällen. Da ist sie! Ich lasse den Himmel über ihn einstürzen! Der Himmel stürzt auf euch, ihr Bastarde! Also gebt gefälligst auf! Oh, Scheiße. Nehmt das! Harpune vor sie winnen, ich töte euch mit eurer eigenen Waffe! Ich glaube, das ist wirklich. Die Harpune ist die Waffe, die ich die längste Zeit über behalten habe. Bogenschützen sind sowieso feige. Spürt das Schwert des Warlords. Spürt meine Dämonen. Zauber und, die Zauber seines Gefährten. Seines Gefährten? Das ist wirklich der einzige Titel, den ich zugesprochen bekomme. Der Gefährte des Warlords? Ich möchte gefälligst einen Titel wie Hexenmeister. Sieh dir die destruktiven Energien an, die ich ihn fesseln kann. Oh, eigentlich wollte ich gerade Dämonen eigentlich wollte ich gerade verderbte Flamme auswählen, aber. Who cares? Verdammt, und der Hase überlebt natürlich. Ah, ne, doch. Mann, der Lenkrakete kam zu spät, Warlord. Magier gegen Magier. Verdammt. Wow! Warte mal, oh Mann, die wollte ich mit dem Mondsensen killen. Kommt noch was hier? Oh, fast eine goldene Münze schon zusammen. Oh, Magier. Hab ich gar nicht gesehen. Ich schon. Ach, da wäre noch einer. Du kannst die Rebelle abwehren. Ist mir schon klar, aber ich töte sie lieber, das ist effektiver. Ja, nur. Ich weiß, du wolltest nur helfen, Alex. Und ich stand, wie viel Mana ich habe. Geht mir das auch irgendwann mal aus? Nicht, wenn du schnell nicht Mana Sterne aufhebst. Stimmt auch wieder. Stachelbälle. Ich kämpfe mich weiter gen Osten in die Nähe ihres Lagers. Ich halte sie hier auf. Ich halte den Rücken frei. Du verarscht mich doch. In der Höhle da unten? Bekämpft ihr nicht, bis er sich wegportet und sich wie ein echter Mann Goblin bekämpfen lässt. Das ist auf Höhle! Ich bin umzingelt! Wir sind hier alle umzingelt, also heul nicht rum. Oder so, Moment. Ha, nehmt das.
Ich sollte vielleicht tatsächlich einmal einen Heiltrank schlucken. Muss ich auch gerade hin. So, und jetzt wieder mit frischem Eimer ins Gefecht. Und du, Magier, für dich habe ich jetzt echt keinen Nerv. Ich bin an ihrem Lager. Ich schalte ihre Feuerunterstützung aus. Mana Stern. Hier nochmal ein bisschen was. Erik, oh, sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Selbstmordattentat! Boom, Lager zerstört. Nachschubunterstützung abgeschnitten. Lager zerstört. Oh, die Slime habe ich irgendwie völlig verdrängt. Irgendwie ist die Musik bei der Goblin-Armee auch gar nicht mal so schlecht. Oh, die Slimes, die ich bin wieder zu Hause. Wo bist du zu Hause? Hast du geportet? Ja. Ich war fertig mit meiner Division. Ja. Stimmt, eigentlich nehme ich auch dort porten. Also, auf zum Dschungel und wieder mal Hornissen. Gleich, ich muss das jetzt erstmal einsortieren. Herr und Hornissenstacheln, haben wir da eigentlich jetzt genug für Dingenskirchen? Keine Ahnung, guck in die Geldstruhe. Da packe ich sie immer. Geldruhe, ich kann mir nicht merken, welche Truhe die Geldruhe war. Ach, hier. Ich habe hier 13 Hornissenstacheln, wie viel brauchen wir? Warte, ich schaue schnell auf meinen Zettel nach. Die Stacheln brauchen wir, glaube ich, eh nur für die Brustplatte, oder? Nee, die Stacheln brauchen wir für die Brustplatte, aber auch wirklich bloß für die Brustplatte. Ich will jetzt erstmal gucken. Die Efeu-Peitsche. Dafür brauchen wir 3 Weinrebe, einen Greifhaken und 12 Dschungelsporn. Ich würde mir erstmal die Efeu-Peitsche machen. Da hast du wohl recht, die ist praktischer. Wenn du hier vorher noch ein bisschen Pappesel spielen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Wie viele Weinrebe hast denn du? Ich habe noch keinen gefunden, aber ich habe eine Impfstatue zur Versöhnung. Sporen, wie viel brauchen wir davon? 12 haben wir. Wir brauchen 2 Weinrebe. 2 Weinrebe. Ja, wir müssen halt nur diese Untergrundviecher finden. Ja, dann geh mal. Die Viecher suchen wir nicht. Ich bin auf dem Weg, wenn ich nicht an der Tür scheitere. Türen, sie kommen garantiert in die Top 10 meiner Erzfeinde. Hui, und Meteor gleich abstürzen. Was? Naja, ich dachte nur, wenn ich so einen Feuerschweif hinter mir herziehe. Ah. Ja, okay. Hä? Nichts mehr, war grad so. Oh, einfach mal aus einer Eingebung raus gay sagen, wird schon schief gehen, ne? Na? Wie gesagt, irgendwann müssen wir dich noch salonfähig erziehen, Alex. Mann, ich habe einen richtig guten Run hier gehabt. Fuck you. Dann bring ich den jetzt gerade mit. Und ich bin im Dschungel. Einfach willkürlich in die Gegend schießen, sagten sie damals in Nordvietnam. Okay. Ja, auf jeden getöteten nordvietnamesischen Soldaten kamen 50.000 Schuss von Seiten der Amerikaner. Oder ungefähr so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach ja, ich hab schon... Naja. Schon brauche ich meinen Helm wieder. Und verfluchte Flammen und weg. So, kommt her, Menschenfresse. Wo hab ich euch das letzte Mal gefunden? Hier wahrscheinlich nicht. Boah, ich verliere immer selbst den Überblick, wenn ich hier schieße. Hier vielleicht. Nee. Schwören kann das
war hier auch. Ach, hier. Ist doch unauffällig. Das war eine Stachel, sehr schön. Die brauchen für die Verpatchen, ich was brauchen wir jetzt, ist wirklich Weinrebe und Dschungelsporn. Ja, ich weiß, aber wenn ich auf dem Weg zu den Weinreben schon mal ein bisschen von ja, den ja, ja, einsammeln ja. kann, ist ja auch nicht schlecht, oder? Oder? Ja, ja. Diese Menschenfresser, wie die ja heißen, sind eigentlich so auffällig. Kann man schwer übersehen. Oh ja. Was sind da? Acht Dschungelfledermaus. Genau gegen die ist natürlich mein Mana wieder alle. Was sind denn jetzt denn? Die tot? Ist gar nicht gedroppt. Da ist sie. Oh, das sehe ich da oben. Ein Topf. Ein Topf? Na komm, noch Fledermaus. Oh, da war noch was anderes, was ich ganz übersehen habe. Obwohl wir damit nichts mehr anfangen können inzwischen. Was denn? Lebenskristall. Naja, verkaufen. Ja, das ist aber auch das Einzige. Halt, sehe ich da einen? Oder ist das einer? Ja, yeah, ich habe einen gefunden. Ich muss bloß hoffen, dass er dir auch Weinrebe gibt. Naja, es ist ein Menschenfresser, die geben Weinreben. Es sind sogar zwei Menschenfresser. Na, kommst du dran, ne? Hab ein Stück von mir, ne? Ne? Ja, brennt unter Wasser. Dschungelsporen, Silbermünze. Hat der jetzt Weinreben gedroppt oder hatten die keine? Wurmzahn, Hornissenstachel, Dschungelsporen. Das darf denn nicht wahr sein. Da muss welche gedroppt haben. Wie gesagt, hoffe, dass er welche droppt. Da bin ich so sicher. Und zwei, wie hoch ist die Drop-Chance? Die war noch bei über 50%, wenn ich mich nicht täusche. Dann, ich wollte doch keinen Matschblock. Ist bestimmt nichts runtergefallen irgendwo. Der verdammte Dschungel so klein, es gibt doch nur so wenig Höhlen und es gibt eigentlich kaum Orte, wo die spawnen können. Aber wo ich gerade einen gefunden habe. Da komme ich an mich ran. Und harponiert. Weinrebe, eine. Jetzt brauchen wir noch zwei. Eine. Das ist für die erste. Die Vollpeitsche. Wer kriegt eigentlich die erste Peitsche? Ich! Na gut. Ich würde das Ganze einsortieren. Moment, ich hab nicht. Und bauen. Ich doch, wie ich mich halluziniere. Hm? Und bauen. Ja, und für den Bau unseres wunderhübschen Domizils. Und noch eine Weinrebe, sehr schön.